Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls. Da ich weiß, dass wir dieses Let's Play niemals zu Ende bringen würden, weil wir da sehr viel sterben und noch mehr sterben und noch viel mehr sterben, habe ich mir gedacht, machen wir es doch etwas interessanter. Meine Freundin, die es noch gar nicht gespielt hat, wird Dark Souls spielen. Und damit wir auch irgendwann ein definiertes Ende haben, der nicht der Abspann ist, dachte ich mir, sie spielt so lange, bis sie das erste Mal stirbt. Klingt lustig? Ist es hoffentlich auch. Ich übergebe jetzt an sie. Sie wird jetzt die weitere Moderation machen. Ja, da freust du dich schon drauf. Also, dann wollen wir mal loslegen. Ach ja, und wir beide haben überhaupt keine Ahnung von, also gut wie keine Ahnung von dem Spiel. Ich spiele erst so 6 Stunden. Ich habe erst ganz leicht so die rudimentären Dinge begriffen. Also erwartet da nicht, dass ihr jetzt irgendetwas Tolles, Wichtiges erfahrt, mit dem ihr das Spiel besser versteht. Also dann. Ich werde dazu gezwungen. Für die Fans! Für die Fans! So wie ich wirklich heiße. Geschlecht. Bin ich eine Frau oder ein Kerl? Eine Frau. Herrlich. Klasse. Was nehme ich denn? Haben die Magier? Zauberer. Feuersauber. Ja, ich bin eine Bettlerin. Ich laufe die ganze Zeit halb nackt rum. Nein. Ich glaube, das wäre nicht so klug. Ich nehme Pyromant. Gabe. Ich glaube, ich nehme göttlicher Segen. Ich habe den göttlichen Segen erhalten. Und was macht der? Der heilt jegliche Verletzung. Habe ich vorhin aber auch schon gesagt. Dann habe ich da nicht aufgepasst. Da hatte ich den Pickel-Dodole. Alter Hexenring. Geschenk einer Hexe. Uralter Ring. Verstärkt Pyromantie. Okay, nimm den alten Hexenring. Normal, dünn, gespenstisch. Haut und Knochen. Nee, danke. Ich stehe nicht auf Haut und Knochen. Kräftig. Dick. Kräftiger Rumpf. Was bedeutet das? So. Fetter Arsch. Nein, Rumpf, nicht Arsch. Rumpf ist der Arsch. Nein, Rumpf ist hier oben. Insbesondere der Oberkörper. Der Rumpf ist die Brust. Da hat jemand in Biologie nicht aufgepasst. Richtig. Kopflastig, kleinköpfig. Ich würde sagen, normal. Gesicht! Nicht, dass wir das gegen Dunkelhäutige haben, aber irgendwie, nee, das passt nicht zu mir. Nachdenkliches, reifes Gesicht, typisch mit das alte Szene. Typische Austauschung und bekannte Kleriker. Ja, ich brauche schon eine halbe Stunde nur dafür, dass ich meinen Charakter erstelle. Was nehme ich denn? Pferdeschwanz. Oh, Pferdeschwanz 2. Was ist der Unterschied? Ja.
Zöpfchen, Zöpfchen, Zöpfe, Zöpfe. Die sind aber süß. Blond, Gold, nicht Gold. Okay. Dann fangen wir einfach mal an mit dem Spiel. Von meiner Frisur sieht man zwar eh nicht viel, aber egal. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. Schön für die Welt. A land of grey crags, arch trees and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Wenn er gleich meinen Schatz sagt, dann lache ich, oder schrei ich, oder weine ich. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty lords grew the heart of western skins. Witches weaved great firestorms. Oh, die Story ist sehr interessant. Muss ich schon sagen. Schatz, was machst du da? Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world.
sah der nicht gerade schnuppig aus? Oh, also, der ist bestimmt total süß und lieb und freundlich. Oh ja, super, super. Ich greife mich an. Ich lasse die Kamera. Oh mein Gott, das habe ich auch schon gewusst. Okay. Is that? Ey, da steht was. Linker Stick plus B stand. Yes, gut, gut. Drücken Sie RS plus C. Okay. Es ist normal, dass wir das noch nicht lernen. Ja. Scheiße. Nebenbei spielen wir den PC, die Prepared Guy Edition an. Ohne den ist das echt nicht spielbar. Er hat's versucht. Ich hab's auch ein bisschen versucht. Wir wussten nicht, wie man was plündert. Wie hatten wir geplündert? Wir haben alles gedrückt und irgendwann hat's geklappt. Ich will da nicht rausgehen. Am Leuchtfeuer rasten regenerieren. Das heißt, solche Feuerstellen sind für mich, heißen für mich, ich bin in Sicherheit. Wir machen einen Cut und machen eine Gleichwand. Im nächsten Part.